Was ganz wichtig ist, wenn du mit Alkohol aufgefallen bist und jetzt die MPU machen musst, dass du deine Werte kennst und vor allem auch, dass du weißt, was du getrunken hast, in welchen Mengen. Weil viele Menschen fallen bei der MPU in Deutschland durch, weil sie unrealistische Mengen angeben. Also wenn du sagst, du hattest 2 Promille gehabt im Straßenverkehr und der Gutachter wird dir die Frage stellen, was haben sie denn am Tag ihrer Auffälligkeit getrunken, in welchen Mengen, in welcher Trinkzeit? Und da gibt es viele Menschen, die entweder ohne Vorbereitung richtig schlechte Angaben machen oder mit Vorbereitung auch Angaben, die nicht plausibel sind. Deswegen ist es wichtig, dass du diese Frage richtig beantwortest. Wenn du sagst, du hast 2 Promille gehabt und du hast aber nur 3 Bier getrunken zu 0,5 Liter, dann wirst du deswegen durchfallen. Wahrscheinlich wirst du ab diesem Punkt auch schon viele andere Sachen bei der eigentlichen MPU falsch gemacht haben, aber das wird dir das Genick definitiv brechen, weil die Angaben, die du gibst, nicht zu den tatsächlich erfassten Werten passt und du deswegen unglaubwürdig bist und nur noch einfach durchfällst. Das heißt, du musst schon genau wissen, wie viel Promille habe ich durch ein Bier oder wie viel Promille habe ich, wenn ich einen kurzen mit Wodka oder Jägermeister trinke. Das musst du einfach wissen und du musst es den Psychologen auch konkret mitteilen. Und was hier auch sehr wichtig ist, ist auch die Trinkzeit. Wenn du jetzt sagst, okay, durch ein Bier habe ich 0,2 Promille im Durchschnitt und ich trinke 5 Bier, dann habe ich 1 Promille. Und wenn du mit 1 Promille beispielsweise aufgefallen bist und du dann vom Psychologen sagst, ja, ich habe von 13 bis 16 Uhr getrunken, insgesamt 5 Bier, dann würdest du jetzt denken, okay, das ergibt ja 1 Promille. Was du aber nicht bedacht hast, ist die Abbauzeit. Also pro Stunde wird ja auch noch Alkohol im menschlichen Körper abgebaut. Das variiert danach, je nachdem, ob du männlich oder weiblich bist und je nachdem, wie groß oder wie klein du bist und wie viel Kilogramm du auch wiegst. Und das musst du auch mit einbeziehen bei dieser Berechnung. Wenn du das nämlich nicht machst, sagt der Gutachter, gut, sie haben hier 5 Bier angegeben, das ergibt doch 1 Promille, aber abzüglich der Trinkzeit komme ich hier auf 0,7 bis 0,6 Promille, also kann das ja hier an der Stelle nicht stimmen. Und paff, du bist durchgefallen. Und all diese Sachen sind Sachen, die du bei einer Vorbereitung lernen musst, wenn du mit Alkohol aufgefallen bist. Du musst sie so lernen, dass du sie auch verstehst. Das bedeutet, wenn du bei einer Vorbereitung bist und das wird alles dir nicht beigebracht, dann ist die Vorbereitung scheiße, dann sollst du die Vorbereitung wechseln, weil du sonst da das Risiko fährst, dass du später die MPU gegen die Wand fährst. Dann bist du die gearschte Person, die am Ende blutet, nicht die anderen Vorbereiter oder die Führerscheinstellen, weil die haben ja ihre Arbeit gemacht. Falls du bei einer Vorbereitung bist, wo dir das richtig erklärt worden ist, dieses ganze Thema, dann kannst du die gerne auch weitermachen und bis zum Schluss durchziehen, dann hast du eine gute Tendenz, deine MPU zu bestehen, wenn der Rest der Qualität der Vorbereitung auch stimmig ist. Das ist aber wichtig hier an der Stelle zu sagen, weil wir bereiten aktuell über 2500 Teilnehmer aus ganz Deutschland gleichzeitig vor mit unseren Systemen und da gibt es immer wieder Menschen, die haben schon mal im Vorfeld eine MPU nicht bestanden oder auch eine zweite nicht in Folge bestanden und die scheitern oft immer bei diesen Fragen, ja, was haben sie am Tag der Auffälligkeit getrunken, in welchen Mengen und welchen Zeitabständen und oft kommt es immer wieder so, wenn ich die Sprechstunden mit den Teilnehmern selber persönlich mache, dass sie mir auch sagen, dass man ihnen das bei der Vorbereitung nie erklärt hat, so, dann denke ich mir, okay, ist einfach kacke dann gelaufen. Deswegen ganz, ganz wichtig, kenne deine Promillezahl, kenne deine tatsächlichen Trinkangaben. Es macht keinen Sinn, wenn du bei der MPU versuchst, dich selber zu schützen, weil du sagst, ja komm, ich sag mal Angaben, die mich nicht so belasten, weil ich will mich jetzt hier nicht als Alkoholiker abstempeln. Das wird dir bei deiner MPU gar nichts bringen, außer negatives Gutachten. Wenn du, wie ich das gerade schon gesagt habe, in einer Vorbereitung bist und du merkst, die ist einfach nicht gut oder du gar keine Vorbereitung machst und jetzt durch dieses Video erkannt hast, dass es durchaus Sinn macht, eine Vorbereitung zu besuchen, dann kannst du dich gerne bei mir zu einem komplett kostenlosen Beratungsgespräch eintragen. Das ist super einfach, machen wir über eine Videotelefonie. Das heißt, das kannst du nach Feierabend machen, hast keine Rennerei, selbst wenn du vom Dorf oder so kommst. Alles, was du dafür tun musst, ist einmal hier auf die Videobeschreibung zu gehen, unter diesem Video. Da findest du einen Link zur Website und da kannst du dich eintragen zu einem komplett kostenlosen Beratungsgespräch. Das kostet keinen einzigen Cent, du musst dafür keine Bankdaten oder so angaben. Ich will von dir nur wissen, wie heißt du, wie ist deine Rufnummer, damit ich dich anrufen kann und was ist bei dir passiert, also womit bist du aufgefallen und wo stehst du gerade im Prozess. Und sobald du das Formular einmal abgesendet hast, rufe ich dich am Telefon zurück und dann klären wir alles weitere für das kostenlose Beratungsgespräch. Deswegen nutze die Chance, dass du in 2023 endlich wieder Auto fahren darfst, damit du deine persönlichen Ziele einfach erreichst. Den Link dazu findest du, wie gesagt, hier in dieser Videobeschreibung. Ich freue mich auf dich. Bis dahin alles Gute. Dein Dustin von der Sidura Consulting GmbH. Wir haben das bei mir über das kontrollierte Trinken gemacht und so brauchte ich überhaupt gar keine Abstinenz nach und habe so die MPU bestanden. Fand ich total gut.